Hallo und herzlich willkommen zurück zu Russian Fishing 4. Wir stehen hier, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nach dem Grundangeln. Und ich hatte gesagt, wir wollen diesmal gucken, dass wir eine andere Stelle aufsuchen. Wir gehen also mal den Fluss hier entlang und gucken uns mal die ganzen Lokalitäten hier an. Ja, wir gehen durch so ein paar Büsche durch, sehen, hier teilt sich der Fluss kurz in so eine mittlere Insel. Ich glaube auch gerade so hier hinter der Strömungskante dann an der Insel könnte es natürlich auch richtig gut erfolgreich sein, wo die Fische sich ein bisschen von der Strömung erholen. Und dann wird es so ein bisschen monotoner, der Fluss. Ein paar Schilfränder haben wir hier, ein paar Seerosenränder da hinten. Hier am Strand habe ich auch schon mal geangelt. Hier habe ich auch schon mal 1,6 Kilo Döbel gefangen in der Flussmitte. Weil hier ist die Stelle, wo quasi 300 Meter tief ist. Das ist der Strand hier. Hier ist 300 Meter tief. Da ist auch natürlich was zu holen. Aber ansonsten da hinten einfach an das Kraut werfen. Da ist auch was. Aber wir gehen noch weiter. Und suchen uns noch mal ein paar bessere Standpunkte, ne? Denn als Fisch denkt man sich so, boah, wo könnte man hier stehen, ne? Und das ist wirklich so, dass man hier wirklich so die Gewässerstrukturen einfach beobachtet und guckt, okay, das sind gute Standorte, ne? Da haben die Fische Deckung, wie sowas sind zum Beispiel. Wo einfach so zwei Baumstämme im Wasser liegen, Freunde, ja? Einfach so zwei Birkenäste hier, Baumstämme, was weiß ich, liegen da im Wasser. Aber wir sehen hier noch mehr Bäume. Und da sehen wir ganz viel Totholz im Wasser. Und hier wollen wir jetzt mal versuchen, ein paar Fischer aus dem Wasser zu kitzeln. Dazu werde ich aber erst meinen Köder hier wechseln. Nämlich auf Tauwurm. Mache ich beide Routen auf Tauwurm oder nur eine? Ich weiß noch nicht. Ich mach mal beide auf Tauwurm. Gucken, ob wir dann hier auf Grundwert fangen. Ansonsten haben wir immer noch die Spinnrute zur Hand. So, und dann hauen wir das Ding einfach mal da in die Bäume rein. So, hat Platsch gemacht. Heißt, irgendwo da im Wasser liegt jetzt der Wurm irgendwo zwischen den Bäumen. Wir spannen die Rute hier an. Was hervorragend klappt. Warum dreht der nach rechts immer ab? Wahrscheinlich dran? Nee, ne? Soll die Schnur ein bisschen mehr spannen? Jetzt nicht mehr. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir sie gespannt. Dann nehmen wir noch die dritte in die Hand. Rute 3. Werfen den hier in die Bäume rein. So. Und auch den legen wir auf Grund. Auf den Boden mit der Rute. Bisschen spannen wir da die Schnur. Okay, haben wir jetzt, glaube ich, gemacht. Sehr gut. Jetzt haben wir die beiden Grundruder auf jeden Fall erstmal auf den Boden legen und warten. Hier werden wir allerdings tatsächlich weniger Fische fangen auf Grund. Aber tendenziell dann halt andere. Die Karauschen davon, die knallen halt schon richtig drauf. Da ist halt richtig Party-Modus angesagt. Deshalb versuchen wir nebenbei mal ein bisschen mit der Spinnrute zu angeln. Startvorwurf ist dran, denn ich habe tatsächlich im Livestream einen richtig kapitalen Fisch verloren. Durch eben genau das Problem, dass ich keinen Stahlwurf dran hatte, was vermutlich ein Hecht war oder ein Wels, der mir einfach die Schnur durchgescheuert hat. So, haben wir das Ding raus. Ja, Leute, ich habe schon einen. Alles klar, ich habe schon einen. Glaube ich ein Hänger. Ne, ist ein Fisch. Das ist schon wieder ein richtiger Fisch, ey. Alles klar. Schon beim Absinken genommen. Beim Absinken den Blinker direkt genommen. Und jetzt kriegen wir hier schon wieder einen richtig schönen Drill auf die Kette, glaube ich. Oh, ist das ein Hänger? Er bewegt sich halt nicht, ne? Ich weiß nicht. Ne, ich glaube, es ist ein Fisch. Doch, ist ein Fisch. Er zieht da ja. Klar, ist ein Fisch, Freunde. Hier, kommt er mir schon an. Okay, es ist kein ganz kapitaler. Haben wir nochmal Glück gehabt. Aber wir kriegen schon Eindruck, ne? Was haben wir denn da? Könnte ein Döbel sein oder sowas. So, jetzt können wir den keschern. Und dann haben wir ihn. 1 Kilogramm Döbel mit 148 SP. Und das war schon mal der erste Vorgeschmack auf den kapitalen Zander. Der Drill war noch
vergleichsweise harmlos, sag ich euch. Aber schon da kriegen wir durchaus auch Spaß, weil auch die Route natürlich noch die Anfangsroute ist, die Anfangsspinnroute, die mir jetzt noch nicht so die mega Gegenwehr bietet, aber umso mehr Spaß macht es. Umso mehr Spaß macht es, die Fische auszudrillen. Was vielleicht anders aussieht, wenn da so ein 5 Kilo Wels einsteigt, dann ist, glaube ich, Ende im Gelände. Den damit rauszukriegen, ist vielleicht dann nicht so ganz gut mehr möglich. Aber machen wir trotzdem. Machen wir trotzdem, Freunde, ist mir egal. Haben wir schon gesehen. Also zwischen den Bäumen, da ist echt immer eine super Adresse. Ich wechsle gleich mal kurz den Köder, glaube ich. Oder? Lassen wir den blau-silbern dran. Ich habe noch so einen. Wir können mal erstmal mit dem blau-silbern angeln und können immer später wechseln. So. Nächster Wurf in die Bäume rein. Absinken lassen. Bisschen kurbeln. Ab geht die Party. Aber Wurm hier echt. Also aufgrund ist ja echt wenig Aktivität. Ich weiß ja, ob man vielleicht hier anfüttern könnte auch. Ob ich so überhaupt so weit werfen kann, weiß ich nicht. Aber tendenziell, ich denke mal. Boah. Boah. Alles klar. Da haben wir mal kurz was Stärkeres an der Leine. Alter, ich kann ihn nur halten. Ich kann ihn nur halten. Ich kann ihn wieder nur halten, Freunde. Da hat gerade einen 8,2 Kilo Fisch gefangen, alles klar. Boah. Ich meine, ihr seht die Powerbike nur so halten. Ihr seht zumindest die rechte Seite. Aber es ist so gespiegelt, die Powerleiste. Von daher ist das eigentlich ausreichend, wenn ihr den rechten Rand seht. Jetzt haben wir da was Kapitales. Jetzt. Ach du Scheiße, jetzt in den roten Bereich. Da muss ich mal kurz die Bremse ein bisschen lockerer machen. Jetzt. Das kann nicht wahr sein. Der Fisch ist ab. Ausgeschlitzt oder was? Ach, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Aber ich weiß auch letztendlich nicht, was ich da besser hätte machen können. Der ist mir ein Lachfilm aufpassen, der meinte Manager, ich muss mehr Spannungen geben. Aber ich gebe mir die Shift-Taste übrigens. Mit der Shift-Taste kann man halt mehr Spannung geben oder mehr besser kurbeln, was weiß ich. Habe ich aber ganz gedrückt gehabt. Also weiß nicht genau, woran es jetzt gescheitert ist. Ist halt einfach, vielleicht einfach ausgeschlitzt, vielleicht irgendwo in den Hindernissen geschwommen und dann ausgeschlitzt. Schade, das aber, wir haben zumindest einen ersten Eindruck von dem Drill bekommen, ne? Wie man da teilweise am Kämpfen ist, um den Fisch überhaupt irgendwie zu bekommen. Ach, Panty macht nach, ja. Würde ich gerne. Ja. Erstmal schreiben wir, dass er gerade ausgeschlitzt ist. So. Ich esse aber erstmal ein Brot hier. So, und dann werfen wir wieder aus. Und beten, dass wir vielleicht einfach nochmal einen guten Fisch bekommen. Mal gucken. Das ist echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Übrigens sind wieder Chatfunktionen haben wir auch rausgefunden. Man muss nämlich in der Nähe sein. Also wenn man am Gewässer ist. Da haben wir den nächsten. Da haben wir den nächsten. Wenn man am Gewässer ist, dann muss man quasi so halb nebeneinander stehen, um tatsächlich chatten zu können. Du kannst quasi nicht mit den Leuten chatten, die am anderen Ende des Sees stehen oder so. Das geht nicht. Wir haben einen Zander gefangen. Guck an! Da ist der Zander. 342 Gramm. Da haben wir ihn gefangen. Aber ein kleiner, ne? Den nochmal 2 Kilo oben drauf. Im Drill. Das wäre was. Also, angeln wir einfach weiter. Aber mit Wurm hier ist echt tote Hose, wa? Schade, ich hätte gerne noch was auf Grund gefangen. Aber eigentlich bin ich hier hauptsächlich in die Kurve zum Spinnfischen. Denn das geht hier echt gut in den versunkenen Bäumen. Ab und zu vielleicht mal auf Taube und Wels oder sowas. Aber wie gesagt, ich glaube, das geht vielleicht besser mit Köderfisch. Boah. Da hängt der Nächste. Da hängt der Nächste, Freunde. Das ist ein bisschen was Größeres. Aber auch nicht ganz groß. Also der geht noch durchaus klar, glaube ich. Ah ja, guck mal, so ein 500 Gramm Barsch. Ne? Packen wir auch ein.
packen wir auch ein. Spinnfisch, das ist hier echt erste Sahne, Freunde. Erste Sahne. Aber so unterscheiden sich halt auch die Gewässer. Weiß nicht, ich habe gerade halt mit Tauben hier nachts halt die Quappe gefangen. Ne? Vielleicht sind auch manche Fische eher nachtaktiv als andere, was ich mir durchaus vorstellen kann. Den 2-Kilo-Zahn habe ich zum Beispiel auch nachts gefangen. Auch auf Blinker. Denn die Fische, also in real sind die auch eher so nachtaktiv als. Boah. Alles klar. Eher nachtaktiv als alles andere. Jetzt haben wir einen, den wir nur halten können. Aber der geht zumindest nicht in eine Bremse rein. Okay, ist wieder irgendwas. Ja, so ein Kilofisch wahrscheinlich, wenn überhaupt. Vielleicht so ein 700er, 600er. Aber den können wir einfach nur halten, ne? Kannst du nur halten und abwarten. Ich kann halt hier kurbeln, aber das bringt mir nicht viel, glaube ich. Na, jetzt kommt er, glaube ich, oder? Guck mal, da haben wir ihn schon. Da haben wir ihn schon. Was haben wir denn da? Diesmal der 700 Gramm Zander. Also, wir steigern uns ein bisschen. Und Zander geben halt auch richtig gut XP. Richtig gut. Ja, damit kannst du leveln. Guck mal, da wird so viel auf einmal fangen. Im Video hätte ich ehrlich gesagt selber nicht mit gerechnet. Vor allem so viel Zander. Auch wenn es bis jetzt noch nicht der Kapitalste war. Wie gesagt, eine ist ausgeschlitzt. Das wäre wahrscheinlich ein guter gewesen. Das ist ärgerlich. Der hat zumindest ein bisschen mehr Action gemacht. Aber gut, ich werde auf jeden Fall irgendwann mal eine stärkere Spinnrute kaufen müssen. Daran führt leider kein Weg dran vorbei, glaube ich, wenn du hier mit Spinnfischen angeln willst. Aber erstmal versuchen wir hier noch ein bisschen. Viele Bisse kommen mir tatsächlich direkt vor den Füßen. Und man muss vielleicht auch manchmal aufpassen, wenn man anschlägt, manche Fische knallen halt so da drauf oder sind halt so schwer, dass man da teilweise echt Gefahr läuft, manchmal die Schnur direkt durchzureißen. Deshalb, ich weiß nicht, also tendenziell würde ich eher sagen, man sollte die Bremse schon so lassen und einfach anschlagen. Weil es halt, ich weiß nicht, ob es vielleicht, wenn die Bremse zu weich ist, dass man da vielleicht die Gefahr läuft, den Fisch nicht richtig zu haken, weißt du? Vielleicht ist er deshalb auch gerade ausgeschlitzt, weil er nicht richtig gesessen hat oder so. Ich habe keine Ahnung, ne? Man weiß es halt nicht. Habe ich einen Hänger oder habe ich einen Fisch? Ein Fisch, ne? Ja. Oh, 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 oh. Da haben wir einen Fisch. Der auch nicht ganz klein zu sein scheint, aber auch nicht so ganz groß. Ich weiß noch nicht genau. Könnte wir so einer sein wie am Anfang? Haben wir den rausbekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Ich dachte, das war der Döbel, ne? Genau. Bin mal gespannt, was wir jetzt hier haben. Mit so einer, der sich erstmal da festsetzt, erstmal gar nicht schwimmt. Erstmal gar keinen Bock hat, sich zu bewegen. Aber hier, also wir haben schon echt viel gefangen jetzt hier, muss ich sagen. Der ist ein bisschen stur. Vielleicht ein Wels, der auf der Stelle steht. Aber jetzt kommt er, glaube ich, oder? Haben wir ihn bekämpft. Haben wir erfolgreich gegengehalten. Oder noch nicht. Doch, doch. Und haben wir da? Da, wieder so ein Döbel. Vor allem 267 Gramm, dafür hat er aber ordentlich Dampf gemacht. Dafür hat er echt ordentlich Dampf gemacht. Krass. So. Ich glaube, ich wechsle gleich mal eine Grundroute zu einem, weiß ich, Teigbällchen dran machen oder soll ich vielleicht einen normalen Wurm dran machen, keinen Tauwurm, einfach einen Regenwurm. Das könnte ich noch machen. Vielleicht bringt das was. So, weiter schön durchkurbeln hier. Du musst die Spulgeschwindigkeit echt nicht zu schnell wählen, ne? Weil ich hatte die halt immer so auf 20, weil das sieht halt echt so mega langsam aus. Allein jetzt, wenn der Köder gleich aus dem Wasser hebt. Das sieht so langsam aus, aber. Oh, guck mal hier. Ergonaut, 2,7 Kilo Fisch gefangen. Boah, ist das hier Rekord hier, ne? Bloß nicht zu langsam. Beziehungsweise langsam genug, weil die Fische halt tief stehen, hat er gesagt. Die Fische stehen halt in Grundnähe. Und deshalb schön langsam ruhig angeln. Dann passt das schon. So, warte mal, lass uns kurz die Route hier mal neu auswerfen.
vielleicht mal mit Regenwurm, anstatt mit Tauben oder so, weil mit Tauben mal raushauen und die andere mit Regenwurm, weil ich möchte die eigentlich auf Tauben lassen. Die ist mehr in den Bäumen hier drin. Die können wir dann hier schön dafür verwenden, denke ich. Vielleicht beißt er mal was auf Grund hier. Ist halt echt. Also hier ist echt irgendwie auf Grund schon eine Glückssache. Mal beißt was, mal nicht. Aber ist halt Angeln, ne? Bait. Achso, ne, die lassen wir ja auf Dings, genau. Das haben wir genau da unten in den Baum geworfen. So. Die ist gespannt. Die hier machen wir jetzt mal mit Würmlein dran. Mit Regenwurm. Gucken wir, ob wir da rausziehen, ob wir überhaupt was mitfangen. Wird auch langsam jetzt dämmerig. 22 Uhr gleich. Also angeln wir jetzt gerade hier in die Nacht rein. Werden wir gleich sogar noch sehen, dass es ein bisschen dunkler wird. Mal gucken, ob dann die großen Fische hier zu fangen sind, ob die uns an den Haken gehen. So, das ist ein normaler Regenwurm. Denken auf jeden Fall schon mal an Land. Aber jetzt ist er irgendwo im Wasser. So. Die Route liegt wieder. Das heißt, wir können wieder die Spinnroute benutzen. Und bimmelt aber nur, weil da jetzt nicht, weil da ein Fisch ist, oder? Oh, da ist ein Fisch. Nee. Nee, da ist keiner. So. Rein mit unserem Spinnköder. Zwischen die Bäume. Gucken wir, ob wir hier noch so rausziehen. Jetzt in der einsetzenden Dämmerung langsam. Oh, da habe ich einen Schlaf verhauen, wa? Ich habe einen Hänger gehabt, kann auch sein. Auf jeden Fall hängt er nicht. Egal wo, ob am Fisch oder am Baum. Gefangen haben wir nichts. So, einmal einfach weiter. Hier vorne vor den Füßen kommen wir, wie gesagt, auch noch relativ häufig Bisse. Vielleicht kriegen wir da noch einen ab. Also versuchen wir es einfach mal weiter. Und gucken, ob uns noch einer drauf geht. Aber sieht aktuell erstmal nicht so aus. Machen wir gleich den nächsten Wurf. Jetzt wird es wieder dunkler. Die Nacht bricht herein. Gleich sehen wir wieder nichts. Es wird aber noch definitiv stärkere Taschenlampen geben, hat er gesagt. Und ich müsste vielleicht mal testen, ob man vielleicht mit dieser Stehlampe, die man kaufen kann, auch noch was sieht. Das muss man aber echt mal dann genauer testen wahrscheinlich. Oha. Alter, abgerissen, ey. Abgerissen. Warum habe ich auch doppelt angeschlagen? Das war auch dumm. Ja. Da ist er mir abgerissen. So. Heißt, wir brauchen neue Stahlvorfach, habe ich zum Glück noch dabei. Und das war mein schöner Blau-Silber-Köder, den ich nicht mehr habe. So. Okay. Das war das halt, ne? Da war die Bremse tatsächlich ein bisschen zu stark wahrscheinlich eingestellt. Und dann habe ich nicht mehr so schnell reagieren können, um die Bremse dann letztendlich nochmal aufzustellen. Man kann auf Enter übrigens den Bügel aufmachen, das hätte ich vielleicht machen sollen. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht in dem Moment. Wenn er dann wirklich so krass abzieht, einfach wahrscheinlich den Bügel aufmachen und dann in Ruhe die Bremse einstellen, wenn man es nicht mehr rechtzeitig schafft. Das ist noch so die Notfallalternative wahrscheinlich. Ist halt die Frage, ob der Fisch danach noch dran ist, weil dann auch die Spannung verloren geht. Aber gut, jetzt ist er halt auch nicht mehr dran, ne? So, und jetzt wird es dunkel, wir machen mal die Taschenlampe an, aber viel mehr werden wir dadurch auch nicht sehen. Bei euch wird es wahrscheinlich noch dunkler werden. Aber viel mehr Licht kann ich euch nicht bieten. Aber allzu lange geht das eh nicht mehr. Wir werden es ja einfach in die Nacht reinangeln noch ein bisschen. Und dann mal gucken,
dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Fisch raus. Ich muss auch gucken, ob ich den Blausilberköder kaufen kann. Ich glaube, man kann ihn hier kaufen an dem Gewässer. Bin mir aber nicht sicher. Müssen wir nochmal gleich nachschauen. Denn, also ich habe so mit dem Golden hier, habe ich bei Nacht nicht so die besten Erfahrungen gemacht, ehrlich gesagt. Was jetzt rein subjektiv sein kann. Aber, weiß nicht, ich meine mir einzubilden, dass ich mit dem Silberblauen bei schlechtem Licht mehr gefangen habe. Und gerade bei Sonne hat es auch gut geklappt, wahrscheinlich, weil er gefunkelt hat. Aber da, also tagsüber habe ich mit dem Goldenen hier auch gut gefangen. Nur bei Nacht hatte ich damit wenig Erfolg bisher. Vielleicht wird das jetzt widerlegt. Guck mal, da steht, was ich gemacht habe. Soll ich mal übersetzen? Pantoffel, irgendwas, Schnur gerissen wahrscheinlich, ne? Ja, wollen übersetzen. Ist ja genau das passiert. Das brauchen wir nicht übersetzen, Freunde. Guck mal, schon ist 0 Uhr, ne? Das rast hier echt das Spiel. Die Zeit. Ja, aber aufgrund tote Hose. Tote Hose, da geht echt gar nichts. Ich habe hier die Quappe aufgrund gefangen, aber sonst auch nichts Besonderes, ne? Mal ein paar Barsche oder sowas. Eine Nase habe ich hier gefangen, tatsächlich. Die Gabel hier. Flusskrebse. Aber noch kein Wels. Der fehlt mir noch. Vielleicht hatten wir den heute schon dran. Zwei Fische sind uns entkommen bis jetzt. Möglicherweise einer von denen. Wir werden es nicht erfahren, weil ich zu blöd bin, die rauszuholen. Ich freue mich echt, wenn ich eine stärkere Spinnroute habe. Aber auch mit der Route kriegt man den nicht raus, wenn man nicht gerade am Pennen ist, wie ich. So. Ist aber nichts zu holen, wie es aussieht. Sind wir schon durch mit dem Köder. Später bestimmt auch mit Gummifische, vor allem wird es bestimmt auch mega interessant. Mit Wobbler dann, also da freue ich mich auch schon mega drauf. Aber dann muss das als freischalten. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Route klicken, dann sehen wir hier, glaube ich. Ist das hier mit Wobbler? Ne, Wobbler haben wir hier, ne? Genau. Hm, hier ist Wobbler zum Beispiel. Da steht halt, was man dafür wahrscheinlich machen muss. Oder? Weil das ist auch. Ne, das ist Blinker, ne? Das soll ein Blinker sein, glaube ich. Das ist. Oder ist das ein Jerkbait? Das ist Gummifisch. Okay, das ist Gummifisch. Hier zum Beispiel, ne? So was hier. Der Dropshot quasi. Dropshot gibt. Oder hier. Das ist, glaube ich, Dropshot eigentlich. Das hier ist dann. Irgendein anderes Rig, was ich nicht kenne. Dropshot mit einer Schnur. Paternoster-Montage vielleicht. Keine Ahnung. Paternoster, da habe ich mehrere Haken. Dropshot hier. So ein. Wie heißt die hier nochmal? Carolina Rig, Texas Rig, ich weiß auch nicht mehr, irgendwas hier mit dem Bullet Blei, das gibt alles. Hier, das ist glaube ich, genau, das ist auch so ein Texas Carolina Rig irgendwie, ne? Hab ich schon mal vergessen. Und hier ist dann einfach so ein Jiggly-Wurm hier. Also es gibt hier viele, viele Möglichkeiten. Ich möchte mal das kurz übersetzen hier, was da drunter steht. Ups. Wahrscheinlich die Voraussetzung ist Dingensbums. So, was heißt das hier? Komponenten, Leine. Jerkbaits. Okay, das sind Jerkbaits tatsächlich. Wo sind dann die Wobbler? Sind das schon die Wobbler? Nee, ne? Also, du musst halt quasi das Jerkbait-Angeln freischalten dann wahrscheinlich über diesen Skillbaum, den wir gesehen haben. Sprich, hier ist dann irgendwo das Jerkbait-Angeln wahrscheinlich dabei. Was du halt erreichen musst. Hier, Level 25 schalten wir uns die nächsten Sachen frei. Zum Beispiel bei 25%. Können wir mal übersetzen, was das da heißt. Freunde, so viel Zeit muss sein. So, das werden wir übersetzen. Jigging. Okay, das ist Jig-Angeln tatsächlich. Oh, wo ist denn dann Jerkbait? Da müsste das eigentlich vorher kommen, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Aber ich würde sagen, wir können hier erstmal das Video beenden an der Stelle und versuchen dann beim nächsten Mal ein bisschen mehr in Erfahrung zu bringen, ein bisschen mehr zu fangen. Vielleicht sind wir beim nächsten Mal schon am
am nächsten Gewässer. Ich werde mich jetzt erstmal einen Aufnahmestopp machen, aber ich werde morgen wahrscheinlich den nächsten aufnehmen. Das heißt also, vermutlich werden wir nicht am nächsten Gewässer sein. Oder ich werde das, doch, ich muss eigentlich morgen oder Mittwoch, keine Ahnung, mal gucken. Werden wir sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr mal einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.